Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Festtagsrezepte, die einfach sind zum Nachkochen und die sicher gelingen, wenn wir Ihnen auch das Jahr hier im GUB-Studio wieder vorstellen. Nach der Vorspeise und dem Hauptgericht in den beiden letzten Sendungen ist heute das Dessert an der Reihe. Ein Ananas-Carpaccio mit Vanilleglasse an Karamellsoße. Der Armin Amrain, Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, ist auch heute wieder bei uns zu Gast und wird uns das nachher ganz genau erklären. Grüezi miteinander! Immer beliebt als Abschluss vom Festessen sind die vielfältigen Herd-, Halbherd- und Weichkäse, die Sie bei uns auswählen können. Armin, was sind Ihre Favoriten auf der Käseplatte? Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Darum würde ich auch darauf schauen, dass von jeder Gattung einer dabei ist. Also ein Herd- und ein Halbherdkäse, ein Weisschimmel, ein Rotschmer und ein Blauschimmelkäse. Und zum Ausgarnieren vielleicht auch noch ein paar Sprienzrollen und dort mal eine Rosette. Einige von diesen Spezialitäten, die auf keiner Käseplatte fehlen sollten, offerieren wir Ihnen jetzt besonders günstig. Lassen Sie sich also verführen. Auch oder gerade über die Festtage muss man bekanntlich nicht auf Produkte aus biologischer Landwirtschaft und tiergerechter Haltung verzichten. Neben Bündner Bergkäse, einem Emmentaler, Appenzeller und weiteren Sorten offerieren wir Ihnen seit kurzem darum auch Rahmtilsitter unter dem GUB Naturaplan Label. Jetzt ist aber höchste Zeit für den Dessert vom Armin Amrain, fürs Ananas Carpaccio. Richtig, und zwar mit Vanilleglasse und Karamellsoße. Ananas schälen, dann in möglichst dünne Scheiben schneiden und Strünke ausstechen. Die Scheiben kreisförmig auf Teller anordnen. Jetzt weiss ich auch, warum dass wir das mal eher kleinere Ananas genommen haben. Weil sie sonst keinen Platz auf dem Teller hätten. Jetzt Puderzucker mit Wasser leicht karamellisieren. Mit ganz wenig Apfelsaft ablöschen. Vanillemark und ein bisschen Zitronensaft dazugeben. Kalte Ankerwürfel kräftig einrühren, aber nicht mehr kochen. Dann die Karamellsoße über die Ananas träufeln und mit Vanilleglasse servieren. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Danke, Armin. Das war einer von 9 verschiedenen Rezeptvorschlägen, die Sie im GUB Weihnachtsmagazin zu Hause in aller Ruhe nachlesen können. Heute in einer Woche erwarten wir Sie dann wieder hier bei uns im GUB-Studio. Dann mit einem leichten Rezept, das gut zum Jahreswechsel passt, einer Bullenbrust mit Cherryrahm und Morcheln. Wäre doch schade, wenn Sie das verpassen würden. Jetzt gibt es zuerst aber noch ein paar Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. 2 Kilo Clementinen aus Spanien kostet 3,30 €. Und 2 Dosen Spargelspitzen gibt es für 3,50 €. In 3 Tagen ist Weihnachten und Sie haben noch immer keine zündende Geschenksidee. Da ist sie, ein Rewatch aus der neuen Christmas Collection. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen und sofort profitieren. Das war es aus dem GUB Festtagsstudio. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend.